Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch ein paar meiner Highlights der letzten Wochen bis Monate, sagen wir letzten zwei vielleicht. Wie lang kann der? Doch, ich glaube 2 Monate kommt ganz gut hin. Das heißt, Düfte, die den Weg zu mir gefunden haben, sowohl Flaschen als auch Proben, die ich besonders schön fand und immer noch finde. Ich habe vorhin gesehen, als ich so durch die Schränke geschaut habe, da waren einige Sachen so in den letzten 2 bis 3 Monaten dabei, die ich mir zugelegt habe oder die ich als Probe erhalten habe, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Aber dann wäre das Video zumindest meiner Ansicht nach ein bisschen zu überladen. Deswegen belassen wir es hier bei 6 Sachen. Eventuell kommt dann noch das eine oder andere Video in nächster Zeit nach zu diesem Themenkreis und dann vervollständigen wir das Ganze ein bisschen. Aber so jetzt hier die Sachen, die mir jetzt einfach ins Auge gefallen sind, bei denen ich sagte, boah, komm, die muss ich zeigen, die sind echt cool. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Und zwar mit dem, ja, mit dem Narcotic aus dem Hause Mad Parfumeur. Jetzt habe ich echt überlegt, wie diese Marke heißt. Den haben wir hier einmal. Ich glaube, den habe ich jetzt seit 4, 5, 6 Wochen irgendwas in der Drehe. Und das ist ein Duft, der, er soll irgendeinem Duft ähnlich sein. Ich weiß es gerade nicht, falls ich daran denke, blende ich es euch ein. Ich kann dazu auch keinen Vergleich ziehen. Keine Ahnung, das ist mir jetzt auch primär nicht wichtig. Ich habe den auf Empfehlung von jemandem gekauft, von einem Follower. Und ich finde den echt gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein sehr, sehr schöner Duft. Was mich ja überrascht, ist die Tatsache, dass wir hier tatsächlich einen in erster Linie schon blumigen Duft haben. Und mit blumigen Düften habe ich oftmals wirklich große Probleme. Der gefällt mir, der ist schön, der ist locker leicht, er hat diese Verführung, er hat eine Verspieltheit, immer auf einem gehobenen Niveau, immer mit einer Art von Seriosität, die ich sehr zu schätzen weiß. Das heißt, keine girly Quietschigkeit Süße, keine girly Blumigkeit, kein kindliches sonst irgendetwas Gehabe, sondern schöne, elegante Blumigkeit, leichte Süße, leichte Verführung, eine locker leichte Art des Wohlseins an sich. Finde ich ausgesprochen spannend, sehr, sehr schöner Duft und deswegen ist er hier mit dabei, weil das ist eigentlich eine Duft-DNA, die mir sonst nicht zusagt, die mir hier sehr zusagt, projiziert heftig, 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 hält gefühlt Ewigkeiten, ja, auf der Haut als auch auf den Klamotten, sowieso auf den Klamotten hilft nur das Abwaschen und damit nebelst du echt alles zu und weil er diese leichte, luftige Art und Weise hat und trotzdem da ist, wird das nicht zu viel, sondern es ist einfach ein cooles Teil, ja. Narcotic von Mad Parfumeur, den haben wir hier einmal. Sehr überraschend für mich. Dann machen wir weiter. Kommen wir nehmen das bunte Teil hier. Der Eclair aus dem Hause La Tafa habe ich euch schon in einem separaten Video gezeigt, das gute Teil. Allein schon diese Flasche hier, diese Flakon sieht extremst, extremst schick aus. Spiegelt im Grunde genommen das Duftbild 1A wieder. Und er ist dabei, weil er auf der einen Seite schön ist, aus sich heraus. Auf der anderen Seite hat er mich überrascht, weil er theoretisch schon gewisse feminine Anklänge hat und auch auf vielen Seiten als reiner Damenduft vermarktet wird. Ich aber ihn selber sehr, sehr gerne trage. Ich finde, ich kann ihn auch gut tragen. Und er hat mir einfach Spaß gemacht. Er hat mich überrascht. Es ist ein süßer Duft, ein gourmandiger Duft, der alle Verführungen des Essenslebens mit sich bringt und einfach, finde ich, wunderschön daherkommt. Er ist preislich absolut in Ordnung, hat eine schöne Haltbarkeit, schöne Projektion und ich habe ihn auch natürlich im Sommer getragen, keine Frage. Ich meine, ich habe ihn an sehr, sehr warmen bis heißen Tagen getragen und er hat mich nicht überfordert, er hat gepasst, er hat einfach wunderbar abgeliefert und er hat eine so schöne cremige, süße, wohlige Art der Aura, der Ausstrahlung an sich, hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und auch hier kann ich die Parallelen zu seinem potenziellen Vorbild, sagen wir mal so, nicht besprechen, weil ich es nicht kenne, sein Vorbild, aber ich finde ihn hier so, wie er ist, absolut geil. Das ist ein krasser Duft. Dann nehmen wir La Tafa Eclair. Na komm. So. Wir machen weiter. Komm, wir nehmen die Probe. Und zwar aus dem Hause Musk Milano, der Russian Tea. Der ist mir als Probe zugetragen worden. Den habe ich jetzt auch nochmal aufgesprüht, weil ich ihn mir nochmal verinnerlichen wollte. Als ich den zum ersten Mal gerochen habe, dachte ich mir so, wow,
Dann der Duftverlauf, nochmal wow, am nächsten Tag nochmal aufgesprüht, das ist krank, ist einfach krank. Und der startet mit einer Mischung aus Tee, dunklem Tee, extrem viel Pfeffer, also scharf, würzig, Pfeffer, Tee und einer leichten Himbeernote und geht dann über in eine Art von etwas erfreulicheren Teenote. Er wird ein bisschen sanftmütiger, er wird ein bisschen zugänglicher, legt diese Pfeffernote so ein bisschen ab, dieses starke, kratzige, und entwickelt dann noch diesen leichten Himbeerakkord und baut dann einen leichten Lederakkord mit auf, bleibt trotzdem irgendwie sehr anstrengend, sehr rau. Anstrengend ist, für einen Teeduft ist der anstrengend, aber nicht so als sich per se, aus sich heraus per se. Und er wird dann einfach noch ein bisschen weicher, bekommt so diesen leichten Lederakkord mit rein und entwickelt sich einfach wunderschön und wird einfach mehr zugänglicher. Das ist so dieser Typ, harte Schale, weicher Kern, so der sprühst ihn auf und das ist einfach krass. Ja, das ist einfach ein richtig genialer Duft. Und dann wird er so weicher, er wird zugänglich, entwickelt dann diese T-Note, die wird von sehr rau, von sehr hart, geht es über zu schon umgänglich, aber trotzdem noch mit einer gewissen Härte, mit einer gewissen Durchschlagskraft und... Das ist schon, das ist krass. Und ich finde, der ist, ich habe den als sehr, sehr stark und sehr, sehr potent und sehr langanhaltend wahrgenommen. Ich habe, also wenn ich den auf der Hand getragen habe und auf der anderen Hand einen anderen Duft und ich habe meinen Duft des Tages drauf gehabt, ich habe nur diesen Russian Tea wahrgenommen. Der hat alles dominiert, komplett. Also auf jeden Fall richtig genial. Russian Tea Musk Milano, der hat mich sehr vom Stuhl geschoben. Dann möchte ich euch zeigen aus dem Hause Pierre Goulard 31 Tonka Bodycon. Den haben wir hier, den guten. Und der hat, das ist schon wieder so mächtig warm hier. Und das ist ein Duft, ich war hin und her, soll ich mir den kaufen, soll ich mir den nicht kaufen? Und ich habe ihn mir dann doch irgendwann gekauft, das wäre ähnlich, ja. Und mein Hin und Her war deswegen, weil er Ähnlichkeiten haben soll zu einem Kilian Angels Share und zu allen anderen Kandidaten, die ebenso aus diesem Universum kommen. Und ich kenne Angels Share, ich habe Angels Share da. Ich finde, das ist ein wundervoller Duft, der dann zumindest im Abgang ein bisschen zu sehr in die Richtung Parfum de Marly Aujan geht. Und ich einfach, wenn man schon einen Duft aus diesem Bereich hat, muss man nicht zwangsläufig einen zweiten haben, sagen wir mal so. Ich habe ihn mir dann trotzdem gekauft und ich habe es nicht bereut, weil er ist, ich finde ihn noch umgänglicher und er bringt diese spannende Mischung, er hat auch diese alkoholische Komponente, ich weiß nicht, ich meine, das müsste eine Rumnote sein, ich bin nicht 100% sicher, aber etwas Alkoholisches, meine Rum, dazu eine richtig schöne Apfelnote. Wir haben diesen warmen, sanft dahinfließenden Honig und wir haben diese ganz wundervolle Tonka-Bohne. Und auch bei Tonka-Düften, das ist bei mir immer so ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen, ich finde die richtig geil und zum Kotzen kann weg. Und der hier hat es auf jeden Fall in diese Region geschafft, dass ich ihn ganz, ganz toll finde. Ich meine, hier passt einfach alles. Wir haben diese Angel Chair Wipes definitiv dabei. Diese Anflüge, das können wir nicht abstreiten. Aber er geht das ganze Thema so noch viel weicher an, noch viel lockerer, er ist umgänglicher. Ich habe den auch an heißen Tagen im Sommer getragen, würde ich bei einem Angel Chair schon vermeiden wollen, weil er nach der Kopfnote, die ich da noch als erträglich empfinde, in den heißen Temperaturen erträglich, nicht falsch verstehen, aber danach geht er zu sehr ins Süße und wird noch schwerer. Und er vermeidet das. Er wird nicht süß schwer, sondern er geht rein in dieses süßlich-cremige, was ich extremst, extremst lecker finde. Und gerade diese Kopfnote, dieses Alkoholische. Und wie gesagt, ich meine, Rum müsste das gewesen sein. Rum, diese Apfelnote, die diese Spritzigkeit bringt, die gleichzeitig auflockert und Frische bringt. Diese wundervolle Tonka-Note. Und dann dieser Honig, der sich über alles irgendwie ganz sanft drüber zu legen scheint. Das ist ein krasser, krasser Duft. Ich finde den extremst, extremst lecker. Und er ist nicht besonders stark, man muss hier schon ein bisschen mehr sprühen als bei einem Angels Share beispielsweise. Aber ich finde, es geht in Ordnung und dann, das ist so, der hat diese locker leichte Art, dieses Thema, diese Verführung rüberzubringen, ist einfach mega genial. Ja, also 31 Tonka Bodycon, mega, mega toller Duft, hat mich sehr überrascht. Zwei haben wir noch, ich zeige euch jetzt noch den Choris Oceanic Amber. Der müsste erst im letzten Video aufgetaucht sein.
Allerdings ist es ja bei mir so, also den habe ich bei meinem spontanen Ersteindruck, das müsste das letzte Video theoretisch gewesen sein, wenn ich meine Upload-Reihenfolge einhalte. Und das ist ja bei mir manchmal so, ich nehme ein Video auf an einem Tag, dann bin ich wieder 2, 3 Tage auf Arbeit und erst dann schneide ich das Video, bearbeite das, lade das hoch und plane das dann erst noch für 1, 2 Tage später ein. Das heißt, die Videos kommen nur einen Tag versetzt, aber ausgepackt habe ich die Sache vielleicht schon vor 5 Tagen oder irgendwas dergleichen und dann, naja, so ist das. Und ich habe den getragen, ich habe den ja im Ersteindruck, fand ich den schon richtig, richtig lecker. Und jetzt auch, nachdem ich ihn getragen habe, immer und überall mehr oder weniger. Ja, ist einfach toll. Es ist so ein schöner Duft. Und ich habe vorher nochmal geschaut. Ich habe den ja für 31,50 abzüglich 10% Rabatt gekauft. Und ich habe den gesehen, bei Easy Cosmetics vielleicht oder irgendwo, ich weiß es gerade nicht genau, wo ich das gesehen habe. Da war der für ein bisschen über 20, 21, 22 Euro. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel mehr, als ich bezahlt habe. Aber den gibt es echt für einen schmalen Pfennig irgendwo. Kann man schauen im Preisvergleich. Und das ist ein geiler Duft. Der hat, wie soll ich sagen, diese Mischung aus dieser frischen Pfefferminze und diesem ambrierten, harzigen Thema. Das ist so geil. Dieses frisch, warm, leicht, ein bisschen elegant, ein bisschen sportlich. Der bringt Welten zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Elegant und sportlich. Süß und frisch. Harzig und Pfefferminze. Das passt irgendwie nicht zusammen, aber das haben wir ja noch gerade mal im Schild mal drauf. Aber der schafft das einfach und das ist so geil gemacht und ich habe den gestern getragen, wir hatten gestern, weiß nicht, irgendwas über 30 Grad und ich habe den draufgehauen und das war einfach ein richtiges Sommergefühl, das war einfach geil, Punkt, fertig, aus. Und deswegen er hat mich überrascht, weil ich habe den auch, glaube ich, schon mal irgendwo vorher als Probe vorgestellt, ich habe den irgendwo ausgegraben, ich weiß nicht, wo ich die Probe noch irgendwo habe, oder ich werde die schon noch irgendwo haben, aber ich weiß gerade nicht wo. Ich hatte euch einen anderen Duft des Hauses gezeigt, beim letzten Mal kam ich auch schon auf den Namen, habe es eingeblendet und der hier ist schon, also falls mich die Probe seinerzeit nicht abgeholt haben sollte, ich kann mich nicht mehr dran entsinnen, jetzt hat es einfach Klick gemacht. So, jetzt ist echt der Funken übergesprungen und das ist krass. Das ist richtig krass. Oceanic Amber aus dem Hause Corris. Geiler Duft zum kleinen Preis. Ist heftig. Heftig. Und der letzte hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Ayat Prestige of Oud. Den haben wir hier. Und nach wie vor, ich finde diese Flaschengestaltung, ja, hier mit diesem Label drauf, hier mit dem Label, hier vorn drauf, Kappe, magnetisch. Die Box war auch in Ordnung, hier mit diesem Samtüberzug, das ist einfach krass, auch dieser Deckel, diese kleinen Details hier drin, das ist Wahnsinn. Und Swiss Arabian Chagaf Oud, für mich nur noch besser. Ich finde den mittlerweile echt besser als den Swiss Arabian Chagaf Oud, weil er der Chagaf Oud kann an manchen Stellen ein bisschen erdrückend wirken und kann gerade so im Rosenbereich ein bisschen einen synthetischen Durchhänger haben, sagen wir mal so. Den hat er hier nicht so stark und er kommt einfach für mich ein bisschen runder rüber, ein bisschen besser ausbalancierter und hat nochmal ein Mehr an Orient plus Elegant drauf, was ich einfach sehr, sehr schön finde. Kostet um die 30, 35 Euro. Und 100 ml sollten das sein. Ja. Ist einfach extremst genial. Und wenn man da drauf noch ein bisschen mehr Rose geben möchte und noch ein bisschen mehr Puder, Lippenstift, Rose und Eleganz, also ich sag mal so, den ganz groben Boden von einem Dior Homme Intense plus Rose, wenn man das jemand oben drauf geben möchte, dann kann man hier mal sich überlegen, drauf zu hauen, den Rose Powder, den habe ich mir auch geholt, habe ich euch noch nicht gezeigt, aber das spielt auch keine große Rolle. Dann haben wir hier, der ist auch von Ayat, das riecht irgendwie wie diese pudrige, süße Grund-DNA von einem Dior Homme Intense plus Rose und das drunter gerollt, den oben drauf, das ist krass, das ist einfach krass. Und damit bin ich dann auch durch für dieses Video. Hier nochmal der Flakon für euch. Das Fläschchen in der Kamera. Ja, hier mit der Killer-Kombi. Ne, so. Und damit bin ich dann auch schon durch für dieses Video. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.